Alternativ können wir natürlich überlegen, ob wir mit den Bahnhöfen weiterarbeiten, aber die Bahnhöfe haben halt nicht so eine große Range. Wie die. Weil der Strom geht zum Beispiel, weiß ich nicht, hierhin, wo die Laternen sind, aber hier kommt er schon nicht mehr an, wie man sieht. Ich meine, gut, klar, hier habe ich jetzt auch keine Straße, sondern der Strom fließt natürlich immer nur über die Straßen hier unten lang. Oder wir sagen einfach, wir werden ökologische Stadt und sagen, wir machen gar kein Öl. Braucht man Öl irgendwo anders für als für Strom? Nee, ne? Das Ding ist, was natürlich nur verlockend ist, ist halt, das Kraftwerk hat halt eine Mega-Range. Also wenn ich das hier hinbaue, das... Nee, warte mal. Ja doch, das hat halt eine insane Reichweite. Das Gaswerk, es gibt auch noch später, das kann ich noch gar nicht, glaube ich. Doch hier, das Gaswerk hat noch mehr Range. Aber das kann ich halt noch lange nicht, ich kann auch kein Gas abbauen. Das dauert auch noch, das kann ich nur in der Arktis machen. Und das kostet 1200 Unterhalt, ne? Das ist halt auch eigentlich in keiner Relation. Es gibt auch Kohlekraftwerke, aber die brauchen Arbeiterarbeitskraft. Ist natürlich, ein Bahnhof ist natürlich irgendwie ökologischer. So, wenn wir überlegen, wir haben halt mehr Reichweite für, also das Kraftwerk hat mehr Reichweite, kostet auch 100 Euro mehr, ich bin ja gesagt, 100 Unterhalt mehr. So, aber für ein Kraftwerk brauche ich ja auch noch Minimum eine Ölraffinerie, die mir nochmal 250 kostet, plus 100 Arbeitskraft. Ich brauche mindestens ein Schiff, ein Öltanker, der mir glaube ich 500 oder sogar 750 kostet. Das heißt, overall bin ich ja, im Overall, 500 kostet ein Öltanker. Dann bin ich ja schon bei, wenn ich ein Kraftwerk nur betreibe, an erster Stelle schon mal bei 750, 1250. Da kann ich ja drei Bahnhöfe bauen. Also eigentlich ist ja der Bahnhofbau dann viel smarter, als mit dem Öltank anzufahren. Wir würden ungern den Vorarbeiter deswegen anhauen. Ich muss Arbeiter fotografieren. Guckt genau hin, seht ihr sie? Knips. Nee. What the fuck? Oha! Der schenkt mir einfach einen legendären Gegenstand. Montgomery Lincoln, Gründer des Panamericana Gentleman Clubs. Der hat irgendwie kein richtiges Pace gekriegt. So, ich glaube, der ist ein bisschen... Der ist irgendwie neu. Es gibt durch eine Mod ein paar neue Leute dabei. Wohngebäude, deren Bedürfnis nach Boxkampfarena erfüllt ist, erhalten Melonen, Zigarren, Bier, Rum und Mezcal. Das ist mega geil. Holy shit. Das ist echt cool. Was führt sie zu? Okay, das heißt, wir haben uns entschieden, wir machen weiter mit den Bahnhöfen. Wir machen Elektrizität mit Bahnhof. Ist auch eigentlich viel cooler in der heutigen Zeit. Weißt du, hast du kein Öl mehr da, die Umwelt und so. Versteh dir? Ich bin einfach Schmutz. So, wir starten jetzt erstmal hier die Route mit Kaffee. Dorsch heißt das Schiff. Die Stadt zieht helle Köpfe magisch an.
So, und du startest hier. Wir nehmen erstmal, was wir denn gucken. Hallo. Wir nehmen erstmal 2 mit, das reicht, glaube ich, erstmal. Und dann dahin. Und dann annehmen. Läuft. Okay. Das heißt, Kaffee kommt, Taschenuhren kommen. Und wir können eigentlich jetzt noch ein paar Leute machen. Hier. So dass wir das auch gleich benötigen, weil dann. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich da noch Arbeiterhäuser, die ich gut aufsteigen lassen kann. Hier zum Beispiel. So ein paar Arbeiter können wir. Ja, so ganz viele habe ich auch nicht mehr. So, wo können wir nochmal Handwerker? Hier, oder? Jetzt wollen sie Kaffee haben, ja. Und Taschenuhren. Taschenuhren geben 45 Gold pro Gebäude. Das ist richtig gut. Okay, was wir machen können, was natürlich geil wäre, wenn wir hier unten Öl bauen. Weil das soll ja die Schmutzinsel werden. Quasi, wo wir ja ne, alles komische, mögliche, merkwürdige und sehr merkwürdige produzieren. Alles, was die Umwelt verpestet, das wird die Industrie-City, also keine Ahnung. Und da würde auch natürlich optisch dann Öl gut reinpassen und würde hier direkt auch die Gebäude mit Strom versorgen können. Wodurch wir natürlich auch kein Schiff brauchen. Plus, wir würden natürlich hier echt Leute einsparen, wenn wir hier die Gebäude auf Strom umstellen. Früher oder später. Die Menschen lassen sie hochleben. Was ich ebenfalls. Warte mal, ich will mal irgendwas gucken. Haben wir dafür? Nein. Wo ist denn eigentlich mal mein. Ist nicht da. Mein Dingsschiff, mein. Das. Ein Schiff aus der neuen Welt. Mit der Ische dabei, die Talgfabrik quasi. Oh, ich wollte das hier machen. Jo. Warte mal. Und wir können mal eben gucken. Ich produziere so viel Stahlbarren eigentlich, ne? Wie viel Bedarf habe ich hier an Stahl? Brauchen die Stahl? Ja. Stahl. 6. Okay, es reicht nicht. Ich hätte sonst nämlich gerne diese hier einfach in den Strom geschoben. Dann komme ich mit dem Stahl aber nicht mehr hin. Das heißt, wir sollten echt hier gucken, dass wir hier unten vielleicht ein Kraftwerk bauen. Ich muss hier auf jeden Fall Material herbringen. Okay, bis dahin geht es. Es geht nicht bis zu dieser Mine. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Steht bereit. Ach so, warte mal. Beton können wir mit aufladen, ne? Dann sollten wir auf jeden Fall mal Steine mitnehmen. Stahl, Steine. Wir brauchen, glaube ich, 2 wahrscheinlich. Fenster. Ja, wir nehmen nochmal Holz. Das heißt, wir brauchen hier einen Ölhafen. Warum kann ich da nicht? Egal.
Baumaterial fehlt, ja, schade. Stahl fehlt. Ich würde halt gerne erstmal ein Kraftwerk nur bauen hier für diese Insel. Guck mal, der geht bis da. Bis da. Und bis da, aber nur weil da keine Steinstraße ist. Okay, warte, was ist, wenn ich das ein bisschen versetze? Irgendwie so hier hin? Warte. Wir bauen mal eben... keine Steine. Okay, machen wir gleich. Machen wir gleich. Keine Sorge, keine Sorge. Man könnte natürlich die Minen auch theoretisch mit Windrädern dann versorgen, mit Strom. Macht vermutlich auch Sinn. Aber vielleicht können wir ja... Hier unten sind auch Minen, ne? Was haben wir denn hier für Minen? Eisen, Steinkohle und Kohle. Also Kohle und Kohle. Aber wir kriegen es nicht mit einem Kraftwerk safe nicht abgedeckt. Schade eigentlich. Oh, ich krieg nicht mal das abgedeckt. Beides. Ja, okay, aber ich brauche ja auch nur 3 Ölbohrtürme am Anfang. Dann gucken wir halt erstmal, dass wir mit einem Kraftwerk klarkommen. Das wird erstmal locker reichen. Und wenn wir dann halt noch eine Mine brauchen, die Strom benötigt, dann können wir immer noch da mit einem Windrad arbeiten oder so. Wir haben übrigens hier irgendwo haben wir neue Exportware gesteigert. Milch tatsächlich. Nice. Das heißt, wir können auch wieder neue Gebäude bauen. Ach nee, Talg müssen wir importieren für irgendwas, ne? War das nicht so? Wo ist denn Talg? Da. Jo. Müssen wir importieren. Kann ich noch nicht mehr für Milch machen. Mache ich jetzt mal für... Machen wir auch Schnaps. Wir haben so viel Schnaps. So. Mein Schiff ist da. Hallo. So. Was macht sie jetzt noch? Sie macht nur Eingangswaren und negative Attraktivität runter. Das heißt, das ist halt nämlich voll geil. Du kannst dann einfach Seife nur mit Holz herstellen. Idee. Wir haben irgendwo auch noch das hier. Die nehmen wir auch mit. Haben wir noch irgendwas, was gerade Sinn macht? Schneiderei. Einflusst alle Ziegel in ein Betonwerk. Irgendwas, was wir unten noch mit auf die Insel nehmen können. Phonographenfabrik. Holzfällerhütten, Köhlereien. Baumwolle produzieren die. Auch nicht bad. Einfluss Nutzpflanzen. Werft, Gelehrten, das sind Schuster, Gelehrte, Uhrenwerkstatt und Goldschmiede. Oh. Not bad. Okay. Nee, mehr können wir aber nicht mitnehmen. Dann nehmen wir die beiden Sachen mit, dann bauen wir hier unten eine Handelskammer. Habe ich hier nicht mal ein Depot? Holy shit. Junge, es ist so viel zu tun, ne? So. Dann fährst du einmal wieder zurück, weil falls wir dann nochmal irgendwas holen müssen, dass du parat stehst, Kollege. So, wir bauen jetzt mal eben hier einmal Steinstraßen drumherum. Verbinden das quasi mit dem hier. Wir können auch so mal verbinden kurz. Guck mal, bis dahin geht der. Also die Mine ist mit drin. So. Wenn wir jetzt
quasi hier verbinden, ist die Mine trotzdem nicht ganz drin. Kriegen wir, wenn wir hier ein Windrad hinbauen, beide da rein? Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon. Wenn man hier einfach die Straße direkt straight rüber baut, sollte das klappen. Okay, das heißt, da unten wäre es nicht so entscheidend. Das heißt, wenn wir aber weiter hier hingehen noch ein Stück, dann müssten wir ja auch... Kacke Arsch. Immer noch nicht. Die ist drinne. Die hier nicht ganz. Warte. Jetzt ist die drinne. Jetzt sind beide drinne. Okay, machen wir das hier hin. So, machen wir schon mal, bauen wir schon mal. Pause. So. Dann bauen wir das. Und bauen uns die... Ich habe keine Arbeitskraft. Das bedeutet uns viel. Wir müssen gleich mehr Leute holen. So. Und die Schienen. Erstmal können wir hier jetzt wieder die ganzen Wege wegnehmen, die wir nicht mehr brauchen. So. Und jetzt können wir das so machen. Zack. Dann kommt einmal so die Straße drumherum. So. So, der ist dann gleich im Strom. Der aktuell nicht. Das können wir aber ändern, indem wir so machen. So, das heißt, das ist alles im Strom. Was wir gleich nicht im Strom haben, ist diese Kohlemine. Neue Befehle. So. Jetzt müssen wir ein bisschen umräumen schon mal. Was wir zuerst brauchen, ist eine Handelskammer. Ja, wir können mal so machen. Ja. Das heißt, packen wir die rein. Und die 30% weniger Arbeitskraft. Schwupp, haben wir ordentlich was. Dann nehmen wir den von da erstmal weg. Und packen ihn hier hin. Im Zweifel können wir die Köhlereien noch wegnehmen. Dann haben wir auch wieder Platz dafür, weil aktuell... Wir haben aber ja noch Platz, ne? So. Dann starten wir das. So. Das heißt, diese Eisenmine kriegt Strom. Diese. Diese Kohlemine nicht. Das ist die einzige, die gerade dann nicht am Strom ist. Das heißt... Wir nehmen hier das Windrad, setzen es hier hin und bauen uns da Strom dran. Und schon hat sie auch Strom. So. Perfekt. Dann setzen wir die hier rein. Wird jetzt richtig Industriegebiet hier. So. Jetzt haben wir da den Fall, dass wir hier die Seifensiederei reinpacken können und die braucht Holz. So. Holz habe ich gerade nicht. Das heißt, wir müssen einen Holzfäller bauen.
Den baue ich. Ne, baue ich hier oben. So, schön irgendwo ein Stück weiter weg. Wie geht's? So. Und die produziert jetzt in 30 Sekunden, ne? Ja. Wenn die gleich Strom hat, in 15 Sekunden. Korrekt? Korrekt. Das heißt, ich habe einfach auch meine Produktion dabei verdoppelt. Und jetzt können wir nämlich das hier wegnehmen. Das spart wieder Arbeitskraft. Wir können safe einen Schweinestall wegnehmen. Was? Ach so, nee, ich exportiere auch Schweine. Ja, okay. Nee, nee, alles gut. Alles gut, alles gut. So, wir können zweimal Wurstmacher wegnehmen und zweimal davon in den Strom stellen. Auch wieder eingespart. Alles, ne, Kosteneinsparnisse, das ist halt heutzutage überall so.